Willkommen, es geht doch so gleich weiter mit Zelda Ocarina of Time, die Uncut-Version, diesmal mit einem anderen Gast. Der kann sich jetzt vorstellen. Hallo. Ja, es ist der Multi-Hero. Die ersten Parts hatte ich das Vergnügen mit V-Hawk AP und jetzt mit Multi-Hero und wir verlassen jetzt das Kukiri-Dorf. Und wen treffen wir da? Unsere Freundin. Oh, you're leaving. Ja, wir verlassen unsere Freundin. I knew that you would leave the forest someday, Link. Because you are different from me and my friends. But that's okay, because we'll be friends forever, won't we? I want you to have this ocarina. Please take good care of it. Tja, wir kriegen von unserer besten Freundin ihre Feen-Ocarina geschenkt. Scheiß Ocarina. You received the Fairy Ocarina. Das ist eine Erinnerung an Saria. Ich frage mich, warum die in der englischen und europäischen Version immer einen anderen Namen haben für seine Freundin. Keine Ahnung. When you play my ocarina, I hope you will think of me and come back to the forest to visit. Jetzt macht Link einen stillen Abgang. Und tschüss. Also, so eine Freundin abzischen zu lassen, also, das entbehrt jeder Logik, oder? Tja. Manchmal kann Link auch richtig fies sein. Hyrule Field. Und wen treffen wir da? Unsere Eule. Kebora Gebora. Glaube ich, hieß die. Link, look up here. It appears that the time has finally come for you to start your adventure. You will encounter many hardships ahead. That is your fate. Don't feel discouraged, even during the sorgest times. Go straight this way and you will see Hyrule Castle. You will meet a princess there. If you are lost and don't know which way to go, look at the map. The areas we have explored will be shown on the map. Please press start to enter the subscreens and Z or R to find the map. On the map subscreen, you will also see a flashing dot showing you which way you should go next. Did you get all that? Yes. Alright, then I'll see you around. Hoot, 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 hoot. Komische Eule, oder? Luigi? Ja. So, dann machst du natürlich wieder dein Slidekick, den ich bestimmt wieder. Wie denn der gerade? Ah, ja. Damit du schneller vorankommst, machst du jetzt hier deinen Slidekick, ne? Tja. Das war auch eine Methode, aber wollen wir zuerst zur Farm gehen? Ich würde sagen, da holen wir uns dann auch ein Lied ab und. Ja, ich glaube, tagsüber, das schaffe ich nicht mehr, nee. Die Sonne geht schon unter. Na, Fieber ist jetzt wieder. The Great Deku Tree wanted us to go to visit the princess at Hyrule Castle. Should we get going? Was meinst du wohl, was ich mache? Däumchen drehen? Und schon wird es Nacht, so ein Mist. Tja. War ich ihm halt nicht schnell genug. Aber so kann ich wenigstens ein paar Skulpturas abholen und ein Herzteil von der Lunglung fahren. Die Flasche mache ich irgendwann später mal. Denn es ist jetzt Nacht hier in der Lunglung Farm.
Urro, urro, urro. Grashüpfer, Grashüpfer. Mu. So. Jetzt holen wir uns die nächste Skutula. Hier gibt's, glaube ich, 3 insgesamt bei der Lindungfarm. Oder irre ich mich? Hä? Wie viele Skulpturen gibt es bei der Lone-Lone-Farm? Drei. Na denn. Und wir haben schon unseren ersten Peakmatz hinter uns. Aber das macht nichts. Wir verschwinden die Bus durch die Tür und jetzt haben wir keine Probleme mehr. Und jetzt müssen wir kurz mal ein paar Kisten verschieben. Oder wir können es gewissermaßen eigentlich nur die eine hier. Um an das geheime Herzteil ranzukommen. Obwohl, so geheim ist das nun auch nicht mehr. Denn da ist es schon. Wir haben schon zwei Herzteile? Nee, eins habe ich doch erst. Das ist mein erstes. Wie komme ich jetzt auf 2? Obwohl. Shit, ich hätte ja noch einen Deko-Stab-Upgrade holen können, aber da ist mir dann der Emulator abgestürzt, deswegen habe ich das nicht gemacht. Da muss ich das später machen. So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Das kann ich auch als Erwachsener machen. So dramatisch ist das nicht. Nee, ist es auch nicht. Ach ja, ein Upgrade kann man sich ja holen. Habe ich auch erst durch Lux Like Link erfahren. Mit der Maske der Wahrheit. Und zwar, wenn du bei diesen Dekus bist da, die dich anstarren. Hm. Oder auch das eine Deko-Stab-Upgrade bekommst. Da kriegst du auch ein Deko-Mix-Upgrade. Ich weiß. Auf was wird das dann erhöht, frage ich mich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube auf 40, weil es glaube ich noch eine Tasche, glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Nee, ich meine jetzt nicht die Deko-Nüsse für die Schleuder, sondern ich meine die Ärmelnüsse zum Paralysieren. Ja, genau das ist, ich glaube 40 oder 30. Also wenn es 2 Upgrades gibt, dann frage ich mich, wo das zweite Upgrade ist. Denn das weiß ich nicht. Für die Deko-Nüsse. Das ist mir gänzlich unbekannt. So. Wir haben es nun wieder Tag bei uns. In Hyrule. Und natürlich nicht allein, sondern wieder mit unserem lieben Freund, dem Multi-Hyo. Ich bin weg. Tschüss. Ach, du bist ja wieder nett, ey. Das war ein Witz. Ja, wie ich ja wohl meine, oder? Und Link hat erstmal genug von seinem Heldentum und will erstmal Krüge zerschlagen. Denn wir müssen ja unser sehr geringes Taschengeld aufbessern, ne? Mhm. Ach ja, ein kleiner Trick. Fitness, so. Und. So. Das müsst ihr erstmal hinkriegen, ne? Obwohl das, glaube ich, auch bei der europäischen Version geht, der Schwert-Schild-Trick. Ich glaube auch, der war so wertsichtig. Ich glaube, das war kein Bug. Schade. Ich weiß es nicht. Weißt du es? Mhm. Dieser Schwert-Schild-Trick, Schwert-Trick. Man will das nicht beschreiben, dass man halt, wenn man den Schild vor einem hält und dann das Schwert benutzt, dass dann halt mit dem, dass er dann halt vom Schild aus mit dem Schwert hervorsticht. Achso, dazu musst du einfach stehen. Den R-Knopf drücken.
Ich weiß, wie das geht. Die Frage ist, war das damals so beabsichtigt oder war das ein Bug? Das weiß ich leider nicht. Tja. Ein großes Mysterium. Obwohl, wozu machst du die ganze Mühe? Ich kann da auch ein Schwert Umschlag machen. Das ist so witzig aus, wenn er so. Na gut, das reicht ja erstmal. So. Weiter geht's, ab zum Marktplatz. Ich glaube, da müssen wir erst mit Marlon sprechen, oder? Na, ich passe gerade voll nicht auf, ich habe ja voll Blackout. Was machst du gerade derzeit? Ich lese mir gerade was durch. Ja! Und Link macht nur Unfug. Hey, you're close. They're different. You're not from around here, are you? Oh, you're a fairy boy from the Far West. My name is Marlon. My dad owns London Ranch. Dad went to the castle to deliver some milk, but he hasn't come back yet. Tja, wie auch, wenn er pennt. Ups, ich hab schon gespoilert. Scheiße. Naja. Ja. Hyrule Castle. Da sind wir nun. Und wieder die nervige Eule vor uns. Hey Link, this way. The princess is inside the castle, just ahead. Be careful not to get caught by the guards. Hoot. On this ground, time flows normally, but time stands still while you are in London Ranch or in a town. If you want time to pass normally, you'll need to leave town. Well, well, which way are you going to go now? Hoot. Do you want to hear that? To hear what I said again? No. Phew, you are a smart kid. Good luck then. Hoo-hoo. Ja, und du gehst mir langsam auf die Nerven, Eule. Vorsicht, fliegende Spinne. Denn ich hab wieder ins Gesicht geflogen. So. Leider können wir jetzt hier noch nicht weiter, denn wir müssen zurück. Und dann nochmal zurück zum Schloss. Denn Marlon ist weg. Also diese Göre heutzutage. Stimmt's? Denn hier ist jetzt Marlon und fängt an zu trällern. Are you going to the castle, fairy boy? Would you mind finding my dad? He must have fallen asleep somewhere around the castle. What a thing for an adult to do. Oh yeah, if you look for him, I'll give this to you. I've been incubating this egg very carefully. You got a weird egg. Super, wir haben einen eingekriegt. Nun müssen wir einen Tag warten, bis das Ding schlüpft. Dann frage ich mal das Huhn dahin. Oder besser gesagt, das Ei. Das Huhn kommt ja erst noch. Kletter ja schon mal hier hoch. Da hoch bitte. Danke. So. Nehme einen Geheimgang und schleich mich rein. Link der Meisterdieb, ne? Link ist kein Dieb. Ist aber auch nicht 1412, ne? Hä? Kaito-Kid. Gibt's hier nicht mehr? Conan? Ach so. Tja.
manchmal sind